gibt es von mir mal wieder ein Favoritenvideo. Ich bin hier ganz passend mit einer Flower Crown und passendem Lippenstift zum Thema Sommer. Es gibt meine Sommerfavoriten, Dinge, die ich jetzt in der letzten Zeit besonders oft benutzt habe und bei denen ich weiß, ich werde sie in der nächsten Zeit auch noch oft benutzen. Sozusagen meine Sommer-Beauty-Must-Haves oder Essentials. Und ich hoffe, euch gefällt die Flower Crown, die ich trage. Ich weiß, ich hatte noch nie sowas auf in einem Video. Aber mich hat der Shop Miflora angeschrieben und mir angeboten, eine Flower Crown zu testen. Und da habe ich einfach mal gesagt, ja gerne. Ich habe denen geschrieben, welche Blumen ich besonders toll finde. Und das ist jetzt dabei rausgekommen. Ich hoffe, dass es euch auch gefällt, hier so ein bisschen Sommerfeeling in das Video zu bringen. Ich verlinke euch den Shop gerne in die Infobox. Ich weiß, dass ihr fragen werdet, deswegen zeige ich ihn zuerst. Der Lippenstift, den ich heute trage, der passt einfach perfekt zu den Blumen, wie ihr sehen könnt. Und es ist auch ein mega guter Lippenstift. Das ist der Maybelline Superstay 24 Stunden Lipstick. Meine Mutter benutzt immer Maybelline Lippenstifte, diese Superstay Teile, weil sie meint, einfach nichts anderes hält so gut wie die. Und dann habe ich mir einfach mal die Farbe Infinitely Fuchsia 160 mitgenommen. Und dann eine ganz lange Zeit habe ich den verloren und irgendwann hat ihn meine Oma irgendwo unter einem Schrank oder so wiedergefunden und dann habe ich ihn wieder verloren, aber jetzt habe ich ihn wiedergefunden. Ich habe den einfach mal aus Spaß auf meine Lippen gemacht und er hat gehalten, obwohl ich gegessen und getrunken habe. Und bei dem muss man sich einfach nicht so viele Gedanken machen, ist der irgendwo verschmiert oder habe ich überhaupt noch Lippenstift drauf oder nur noch so komische Reste. Bei dem müsst ihr euch keine Sorgen machen, kann euch den wirklich empfehlen, kostet 10 Euro irgendwas, aber kauft den bei Rossmann, wenn Maybelline Produkte wieder im Angebot sind. Dann zeige ich euch auch noch einen Concealer, denn wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, gerade im letzten DM-Haul war ich mega braun und da ändert sich natürlich die Concealerfarbe. Und ich habe mir letztes Jahr den MAC Select Cover Up Concealer gekauft nach dem Urlaub und dann nach ganz kurzer Zeit wurde er mir schon zu dunkel, weil dann halt schon der Winter kam und in Deutschland war es irgendwie auch nicht mehr warm. Und dieses Jahr war ja zum Glück eine lange Zeit jetzt schon mal schönes Wetter und jetzt kann ich den wieder benutzen. Der ist eher geeignet für trockene Haut, würde ich sagen. Ich benutze ihn auch eher nur unter den Augen und vielleicht so ein bisschen auf kleinen Pickeln. Aber man sollte den nicht so großzügig auf der Nase auftragen, weil er schon eher dazu neigt, Feuchtigkeit zu geben. Und wenn ihr halt eher so eine Mischhaut oder fettige Haut habt, dann benutzt lieber auf der T-Zone den MAC Studio Finish Concealer. Aber der Select Cover Up ist wirklich unter den Augenringen oder halt für trockene Haut sehr gut. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel der kostet, aber ich habe den in der Farbe NC30. Ich weiß, man redet nicht gerne darüber, aber Füße sind wirklich wichtig im Sommer, gerade wenn man im Freibad ist und man da einfach so nackte Füße hat. Erstmal pflegt eure Zehennägel, das muss ich auch bald machen, wenn ich in Urlaub fliege, damit sie einfach gepflegter aussehen und auch die Hornhaut muss entfernt werden. Ich habe mir von Scholl diesen Pedi gekauft und es gibt auch einen von Rossmann, da gibt es so eine, ich würde sagen, Nachmache, also der hier kam zuerst und dann hat Rossmann mit der Eigenmarke auch so einen rausgebracht. Ich habe mir zuerst den von Rossmann gekauft, nach einmal benutzen war er kaputt, ich war erstmal richtig geschockt, weil ich meine, okay, der hat 15 Euro gekostet. Ich dachte, ja gut, das ist die Hälfte von dem. Der hier kostet nämlich 30 Euro. Aber dann habe ich ihn zurückgegeben, habe mir direkt den gekauft. Ich habe persönlich noch keinmal diese Rolle hier gewechselt, weil die einfach immer noch gut funktioniert. Und ja, ich bin sehr zufrieden. Man hat danach einfach einen richtig schön weichen Fuß. Am besten danach noch eincremen. Und dann habt ihr einfach schön gepflegte Füße. Ich weiß, viele Leute gucken ihre Füße am liebsten gar nicht an. Aber ich bin immer der Meinung, Füße sind doch gar nicht so schlimm. Dann habe ich ein Sonnenöl von Nivea. Und zwar ist das Sun Protecting Bronze. Ich weiß, das habe ich euch erst im letzten Haul gezeigt. Aber es geht gar nicht direkt um dieses Sonnenöl, sondern allgemein um Sonnenöl. Ich liebe Sonnenöl über alles. Ich habe persönlich nie in meinem Leben Sonnencreme genutzt, sondern seit jetzt 2 Jahren benutze ich Sonnenöl und ich bin wirklich mega zufrieden. Ich glaube, das hier von Nivea ist bestimmt genauso gut wie jedes andere. Das allerbeste ist immer noch das Tiroler Nussöl. Ich sag's euch, das ist das allerbeste Sonnenöl überhaupt. Kostet natürlich auch ein bisschen mehr, kann man auf Amazon bestellen. Ich habe mir jetzt einfach mal das gekauft. Besonders wenn ihr eher eine helle Haut habt, die nicht so schnell braun wird, Sonnenöl hilft einfach extrem. Und weil irgendwie meine Haut dieses Jahr so ein bisschen zickig ist, brauche ich eine Body Lotion. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Triacle Moon Ice Strawberry Dream Body Lotion, die schon fast leer ist. Ich bin sehr stolz auf mich. Aber es steht in meinem Zimmer noch eine davon rum. Meine Beine wurden einfach dieses Jahr plötzlich so trocken von der Sonne. Ich hatte noch niemals so trockene Beine. Das kam halt vom Rasieren, dann Sonnen, reizt die Haut natürlich alles. Und deswegen immer nach dem Sonnen duschen und dann eincremen. Das ist super wichtig. Auch wenn ihr nicht spürt, dass eure Beine trocken sind, cremt eure Beine trotzdem ein. Und
ich finde auch immer, das ist ein super schönes Gefühl. Das ist so Beauty-Zeit für einen, finde ich, wenn man erstmal sonnen ist und dann duschen und dann schön eincremen und dann einfach schön entspannen. Die Body Lotion ist okay, das reicht bei meiner Haut aus. Bei mega trockener Haut weiß ich nicht genau. Und jetzt zeige ich euch noch ein Parfüm, und zwar ist es das One Direction Our Moment Parfüm. Ich habe mir das, glaube ich, zum Geburtstag gewünscht. Ich weiß es doch, zum Geburtstag habe ich mir das gewünscht, genau. Und ich finde einfach, das ist ein super schöner Sommerduft. Ich persönlich benutze jetzt Chanel, Mademoiselle und Flower Bomb und so weiter nicht mehr so gerne, weil das sind einfach zu starke Düfte und irgendwie kriege ich da auch so ein bisschen Kopfschmerzen von, wenn ich dann das rieche und dann auch noch die Sonne auf meinen Kopf prallt. Und das ist halt einfach so ein leichter Duft, gerade weil ich finde, der hält nicht so lange, ist der im Sommer ganz angenehm, kostet nicht viel. Und ich meine, alle One Direction Fans werden den sowieso schon haben. Ich hoffe, ich habe jetzt einmal in meinem Leben Direction richtig ausgesprochen. Ich weiß, ich sage immer Direction und dann kommen alle Directioner so, oh mein Gott, wie kannst du das falsch sagen? Ich bin so, sorry, ich habe nur das und Parfüm, alles gut. Das mag ich sehr gerne und das ist dann jetzt auch schon mein letzter Sommerfavorit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt so ein paar Inspirationen euch rausholen können. Und ihr hinterlasst mir Feedback, das würde mich sehr freuen, und schreibt mir, was eure Sommerfavoriten sind, in die Kommentare, was ich mir unbedingt für den Sommer anschaffen muss, auch vielleicht für den Sommerurlaub, für alle, die schon im Urlaub waren und sich so dachten, hätte ich das nur eingepackt, schreibt mir das in die Kommentare, das würde mir sehr helfen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!